Hallo ihr Lieben, die Anne-Kathrin Müller ist hier und ich möchte gerne nach Daten und Fakten gefragt werden, möchte gerne abgefragt werden, wirklich, also möchte gerne alles über sich preisgeben und besonders die Zahlen, die Jahreszahlen. Schön, dass du da bist. Finde ich auch. Und gedreht habe ich schon. Bin schon fertig. Ja, und die anderen auch. Fix und, genau. Ich hoffe, ich habe den anderen auch ein bisschen was zum Fertigsein mitgegeben, ja. Das ist auch schön. Ich habe dir was zum Fertigsein mitgegeben. Ja. Ich gebe dir einfach mal immer was mit. Genau. Also, ich muss sagen, du bist endlich wieder da, weil du warst eine der Ersten. Ich glaube, die Erste, die uns auch unterstützt hat. Die allererste, die uns unterstützt hat. Das stimmt, ja. Ja, das, ich habe dir das gesagt und du hast gesagt, super Idee, machen wir. Und machen welches wir. Jahr war das? Das war 1800. So. Grob ungefähr, ganz ja. grob. Aber Pilates ganz hält lange jung. Her. Ja, das stimmt. Das war schon lange Zeit, bevor es das Fernsehen überhaupt gab, da haben wir schon die Idee gehabt. Sozusagen. So war das, ja, genau. So war und das haben das einkonserviert damals. Ja, ja. Gut. Du hast jetzt gerade gedreht, ich war gar nicht dabei, Schwangerschaft auch? Richtig, genau. Das war alles ein Thema. Ja. Das ist ja auch ein Thema von dir, was du... womit du dich sehr viel beschäftigst. Ganz genau. Also ich unterrichte ja in Köln im Krankenhaus oder in Krankenhäusern in Köln und habe da vor, das ist jetzt wirklich, jetzt muss ich Daten und Fakten, 12, 13, 14 Jahre her, dass ich da begonnen habe und wirklich mit einem Kurs angefangen habe, Pilates in der Schwangerschaft, einfach weil es mich auch interessiert hat und wie es damals war, da wurden die ersten meiner Freundinnen schwanger. Und ich wurde dann immer als Fitnesstrainerin, als Pilates-Trainerin gefragt, was darf man denn noch machen? Und ich habe immer gesagt, ja, lass mal Bauchübungen weg. So, ne, was jeder antwortet. Und irgendwann war mir das damals zu blöd. Und dann habe ich begonnen, mich mit dem ganzen Thema zu beschäftigen. Damals gab es auch noch gar keine Kurse Pilates in der Schwangerschaft. Da musste ich noch bei den Yoga-Leuten, die waren uns da so ein bisschen voraus, hospitieren. Damals in München habe ich das gemacht. Habe mich viel mit Gynäkologen, mit auch Krankenschwestern auseinandergesetzt. Habe viel bei Rückbildungskursen und Geburtsvorbereitungskursen hospitiert. Und habe dann ja letztendlich so ein Konzept entworfen, das dann für Pilates in der Schwangerschaft war, aber auch für Pilates nach der Rückbildung, weil das, obwohl das ganz unterschiedliche Lebensphasen sind, die sich körperlich in gewisser Weise auch für das, was man im Pilates-Training macht, dann auch wieder ähneln bzw. ergänzen ganz gut. Und das habe ich damals dann erfunden und in diesen Kölner Krankenhäusern damit angefangen und mache das mittlerweile, muss ich sagen, am liebsten würde ich jetzt nicht sagen, aber ich finde es ganz toll, dass man Pilates, sagt man ja sowieso, immer auf alle Zielgruppen ausweiten kann. Ne? Aber das ist so eine glückliche Zielgruppe, sage ich jetzt einfach mal. Und zwar beide. Sowohl die Schwangeren, das macht einfach Spaß, weil die auch so in Vorfreude in den meisten Fällen natürlich sind. Mhm. Aber auch die Zeit danach, die mag ich gerne, weil häufig da die Vorfreude nicht mehr da ist. Und manchmal, ne, die Frauen sagen, sie fühlen sich so ein bisschen wie so eingefallene Zirkuszelte, hat eine mal gesagt. Oh Gott. Und dann kann man da wirklich innerhalb von wenigen Wochen, ich mache das dann immer über 8 Wochen, diesen Kurs, ja, beim Aufblühen wieder zugucken. Das Zelt wieder aufbauen. Aber vollkommen. Und das macht einfach Bock. Also es ist richtig, das ist nicht nur Sport für mich, sondern das ist wirklich so eine, ja, Lebensaufgabe klingt immer so doll, aber es ist wirklich geworden. Ja, das darf doch sein. Genau. Und deshalb auch eben diese Pilates für Schwangeren, 2 Einheiten, kurze Einheiten habe ich auch gemacht, weil ich jetzt auch mitbekommen habe, manchmal hat man ja nicht immer 60 Minuten Zeit. Ne? Aber übrigens, diese Schwangerschaftseinheiten, die kann man ganz genauso auch in der Rückbildungszeit noch machen. Und jeder andere Mensch kann sie eigentlich auch machen, ne? Nur vielleicht nicht unbedingt andersrum. Achso, ja. Ich dachte, andersrum? Was? Andersrum, ja, das, genau, das dass andere, man dann, ja, ja, verstehe. Die fiesen Bauchübungen, die machen wir dann irgendwann, wenn wir wieder hergestellt sind. Ja, ja. Du hast jetzt gerade gesagt, das Zirkuszelt und wieder aufbauen, das erinnert mich natürlich an Tensegrität. Ja. Und du bist im Moment in der Ausbildung von Anatomy Trains, von Thomas Myers. Hast du das Gefühl, dass sich diese Arbeit... die Structural Bodywork Arbeit beeinflusst in der Pilates-Methode? Kein bisschen. Nee, wirklich, nee, also zu 1000%, absolut. Also das musste jetzt, das war so eine Vorlage, musste ich jetzt so rein. Das hat einfach keinen Einfluss. Nee, es hat einen riesen Einfluss und ich bin so dankbar, dass ich das jetzt gerade auch natürlich durch dich und euch mache, diese Aus- und Weiterbildung, weil ich natürlich nach 15 Jahren Pilates, 2003 habe ich, glaube ich, meine erste Ausbildung gemacht, schon Zahlen, gemerkt, Daten, total, ich habe es eben abgerufen,
habe ich gemerkt dann schon, ja, ich wurde auch öfter gefragt, Mensch, jetzt machst du so viele Kurse in der Woche und wird dir das nicht irgendwann langweilig? Ich hatte immer das Gefühl, es wird mir nicht langweilig, aber ich denke, es wäre vielleicht jetzt ein Punkt gekommen, wo es mir hätte langweilig werden können. Und jetzt habe ich einfach nochmal einen ganz anderen Ansatzzugang, übrigens dann auch wieder zum Thema Schwangerschaft und Rückbildung bekommen. Das macht auch nochmal ganz anders und neuen Sinn. Und toll ist es aber natürlich auch, wenn die Teilnehmer so mit einem dann letztendlich auch wachsen, nicht nur in die Schwangerschaft, sondern auch in diese neuen Ausbildungsmodule hinein. Aber lustig ist eigentlich, und das habe ich mir wirklich bei der Herfahrt hierhin so überlegt, habe gedacht, jetzt will ich auch noch ein Interview gleich machen, was erzählst du denn da? Und dabei ist mir wieder so aufgefallen, dass eigentlich in meinem gesamten Pilates-Werdegang nichts geplant war. Also es ist einfach alles irgendwie immer so gekommen, wie ich es eigentlich überhaupt nicht wollte. Ach. Und ja, du weißt noch, wie du mich überredet hast, über 2 Jahre bei dieser Faszien-Ausbildung mitzumachen. So war das. Ich habe immer, brauche ich nicht. Und so war das bei ganz vielen Dingen. Ich komme ja ganz ursprünglich vom Fernsehen, habe ja Fernsehjournalismus studiert. Und hab nur, willst du kein Interview machen? Richtig, genau, deshalb nicht. Das darfst du nicht vergessen. Ich bin da ein gebranntes Kind. Nee, aber habe dann damals eigentlich, nach dem Fernsehjournalismusstudium, habe ich noch Musikpädagogik studiert, einfach um letztendlich auch einen Magisterabschluss zu haben, um für die öffentlich-rechtlichen Sender arbeiten zu können. Das war eigentlich so der Plan. Und habe währenddessen im Fitnessstudio so ein bisschen gearbeitet und darüber letztendlich, kannst du es dir denken, Pilates kennengelernt, also alles, wie es nicht sein sollte. Ich habe mal das Studium gerade noch eben zu Ende gemacht, habe dann überhaupt nicht mehr fürs Fernsehen gearbeitet, sondern... Schade eigentlich auch. Sehr, sehr schade. Haben alle also gesagt, du hättest doch Moderatorin sein können, wieso bist du jetzt Turnbeutelträgerin geworden? Ich liebe es, deshalb wollte ich das, aber so kam es. Und so kam wie die Jungfrau zum Kinde, wirklich kam ich dann zu diesem ganzen Pilates. Und da haben auch mal alle gesagt, Mensch, ist das denn nicht verschenkt, was du alles vorher schon gelernt und gemacht hast? Ich habe immer Nein gesagt, aber habe dann natürlich irgendwann auch, das war klasse, Anfrage von einem Münchner Verlag bekommen, ob ich denn, weil ich ja Musikpädagogik studiert habe und Fernsehjournalismus, da werde ich ja wohl auch schreiben können, ob ich vielleicht ein Buch schreiben könnte zum Thema Yoga mit Kindern. Und da habe ich gesagt, nein, das kann ich nicht, Yoga kann ich nicht, aber Pilates könnte ich machen. Und so sind dann auch die vielen, ich kann jetzt echt schon sagen, vielen Bücher entstanden, die ich dann habe schreiben dürfen. Und auch CDs, die ich dann selber sprechen durfte, auch weil ich das mit dem Sprechen auch mal gelernt habe. Und am Ende, es ist ja hoffentlich noch nicht das Ende, aber am Ende ergibt immer alles dann wieder so einen neuen Sinn. Und es, also irgendwie nach innen und nach außen ist das dann einfach so ein cooles Netz, was entsteht. Und da sind wir wieder bei Ten Security und bei dem, wo ich jetzt noch mehr immer wieder denke, ja, guck mal, das habe selbst ich, die sich viel mit ihrem Körper und auch mit vielen anderen Dingen beschäftigt hat während der verschiedenen Studien, selbst noch nie gefühlt. Und da freue ich mich total auch auf die nächsten Jahre, was da noch alles kommt, weil da kommt noch was, da bin ich ganz sicher. Ja. Ach ja. Sprudel! Okay. Was genau sind das für Bücher? Es ist Pilates für Kinder, aber du hast auch eins, Entspannungsreisen? Mhm. Fantasiereisen? Mhm. Fantasiereisen, so heißt es. Richtig, genau. Ja, genau. Ja. Also das Pilates mit Kindern, das darf ich gerade auch nochmal sagen, das ist, habe ich jetzt nämlich gerade nochmal wieder mit gearbeitet. Und da wird es jetzt in diesem Herbst, also Herbst 2018, dann eine neue Auflage geben. Das sind dann so Pilates-Karten für Kinder, was man, glaube ich, im Unterricht besser benutzen kann oder im Kindergarten besser benutzen kann, weil dann die Kinder selber Karten ziehen können und dadurch sich ein Stundenmodell entwickeln kann. Total super. Und das Tollste ist eigentlich gar nicht das, was ich geschrieben habe, sondern sind diese süßen Zeichnungen. Also ich gebe dir auf jeden Fall eins. Ist klasse oder wird klasse, gehe ich von aus. Und die Zielgruppe sind aber Pilates-Lehrer oder ist es die Zielgruppe Erzieher? Auch und? Eltern. Auch Eltern, also vielleicht zum Beispiel Menschen, die selber gern Pilates machen und mitbekommen, das Kind kriegt nur mit, wie man die Matte unter den Arm klemmt und losgeht. Ne? Und die wollen eigentlich auch mal mitmachen, mitturnen. Ja. Und deshalb denke ich, also für Eltern ist es super, die das weitergeben wollen. Ich habe es ehrlich gesagt auch ein bisschen geschrieben wie Pilates für Dummies. Also für jeden, der Pilates Interesse hat, habe ich da einfach so ein Vorwort geschrieben, wie man auch Pilates einfach nochmal vielleicht ein bisschen leichter so für sich erfassen kann. Und genau, aber diese Karten sind eigentlich vor allen Dingen für Erzieher gedacht, Kindergarten, Schule. Und dafür. Und diese Fantasiereisen ganz hast kurz, du ja noch. Ich bin so froh, dass es das gibt, weil ich werde so oft gefragt, wollt ihr nicht auch Pilates für Kinder machen? Und dann sage ich mir sofort, nein,
Mhm. Weil ich auf jeden Fall nicht der perfekt geeignete Mensch dafür bin, Kinder zu unterrichten. Aber jetzt kann ich das ja empfehlen und dann können die Leute das mit ihren Kindern zu Hause machen. Das wäre hier super. Ja, das ergibt auf jeden Fall auch Sinn, auch mit den Eltern das zusammen zu machen. Und die Übungen sind wirklich auch so, ich sag mal, so leicht gehalten, dass man auch überhaupt nichts falsch machen kann. Ne? Dass man einfach nur froh sein kann, in diese Bewegung hineinzugehen. Die Kinder spielen das ja auch eher. Aber das ist eben genau eine ganz andere Zielgruppe jetzt als zum Beispiel mit den Schwangeren, wobei die ja dann irgendwann auch die Kinder meistens kriegen. Meistens, in den meisten Fällen, genau. Aber das ist trotzdem so, dass es eben, wie gesagt, nochmal eine ganz andere Zielgruppe ist und trotzdem auch wieder so ineinander greift. Mhm. Und wie gesagt, diese Fantasiereisen, hast du ja als erstes nachgefragt, das war eigentlich das Buch, was ich zuallererst schreiben wollte. Da hat aber kein Verlag Interesse dran gehabt. Und als dann, ich habe es an verschiedenste Verlage damals geschickt. Es wollte niemand, hatte es sogar auch schon eingesprochen. Es wollte auch keiner. Und dann hatte mein Verlag jetzt das Buch veröffentlicht. Und dann habe ich gesagt, ich könnte auch noch was machen und habe das dann auch angeboten. Und die sind super, die machen das alles. Das ist der Don Bosco Verlag, darf ich ja sagen, in München. Ja. Und die haben dann mich da total unterstützt und dann habe ich das erst für Kinder gemacht, Fantasiereisen für Frühling, Sommer, Herbst und Winter und das dann aber auch noch für Erwachsene und das ist auch jeweils, also das ist auch so als Buch entstanden, um dann vorzulesen, sowohl in Pilates-Gruppen, also ich mache es in meinen Gruppen immer am Ende, auch zur Entspannung nochmal zum Runterkommen. Mhm. Wir haben es dann aber auch jeweils noch als CD produziert, damit man das auch zu Hause, man legt sich nicht hin mit einem Buch und stellt sich vor, man entspannt sich, sondern man bräuchte dann schon auch eine Anleitung für und dafür haben wir dann die CDs gemacht. Ich sehe schon die Kommentare. Ja, und wieso jetzt nicht auf Pilates and Friends? Also du musst bald wiederkommen und eine Fantasiereise zumindest. Einlesen. Ja, also wie gesagt, es gibt es ja auf CD schon und das ist natürlich auch toll geworden, weil wir da auch im Tonstudio gewesen sind und ich habe auch extra Musik dazu bekommen. Da war auch ein extra, jemand, das hat dann wieder gepasst mit der Musikpädagogik, mit dem ich dann gut zusammenarbeiten konnte. Und dann sind da wirklich so kleine, das ist nicht nur Fantasiereise mit irgendeiner Musik im Hintergrund gedudelt, sondern das ist dann wirklich so eine richtige auch Geschichte geworden, die einen dann, wo man so durchgetragen wird. Ach, schön. Mhm. Und da hätte ich auch noch mal Lust drauf, Band 2 zu schreiben. Aber ich weiß immer nicht, wann ich das alles machen soll. Ich soll ja auch noch Pilates mit Kindern unterrichten. Und die Senioren wollen auch noch. Ja, und eigentlich, und die anderen auch, die Normalen. Die Normalen wollen was. Deshalb habe ich eben Pilates to go auch noch mal für die Normalen gemacht. Und, aber ich möchte ja jetzt auch gerade noch was lernen und muss noch so viel lernen und lesen. Ich weiß überhaupt nicht, wir haben genug Energie dafür. Das stimmt. Das stimmt. Ja, und die bekommt man ja auch dann immer durch dieses Einatmen und Ausatmen und so. Ne? Und das Netz. Gibt es noch irgendwas, was du unserer Pilates-Community sagen möchtest? Der Pilates-Community. Ich kann, glaube ich, eigentlich jetzt natürlich mal nur für mich sprechen, aber ich habe das Gefühl, dass Pilates gerade so in den letzten 2 oder 3 Jahren fast noch wichtiger geworden ist, als es vorher sowieso schon war. Ich habe das Gefühl, Pilates wächst immer mehr raus aus diesem nur Sportiven, ohne dabei zu spirituell zu werden. Ich spreche jetzt von Pilates, ohne zu spirituell zu werden, aber in etwas, was so, auch so ein ganzheitlicheres Leben unterstützt, was auch noch andere Bereiche betrifft. Und ich merke das eben, dass zum Beispiel für mich mittlerweile auch wichtig geworden ist, dass Powerhouse gar nicht mehr nur als ein Höhlen der Bauchdecke, so wie ich es ursprünglich auch von Herrn Pilates verstanden habe, zu sehen und auch zu nutzen, sondern auch eben zu versuchen, diese Tensegrity mehr mit reinzubringen, mehr diese Weite auch mit reinzubringen, mehr dieses, auch was wir in Anatomy Trains oft gesagt bekommen, diese Anpassungsfähigkeit für verschiedene Situationen mit hineinzunehmen. Ich habe das Gefühl, dass nicht nur ich das mache, sondern dass das so die Pilates-Trainer mittlerweile auch einfach durchfließt und dass einfach Pilates, wie gesagt, mehr wird mittlerweile noch mehr als nur Sport, sondern wirklich auch so eine Lebensweise. Und ich beginne auch meine eigenen Trainings, so sehr ich sie immer schon selber auch genossen habe, aber es ist natürlich auch auf eine Art und Weise auch Arbeit, aber immer mehr einfach nur zu genießen und selber davon einfach noch mehr zu profitieren, als einfach nur das Gefühl zu haben, ich mache jetzt Sport gerade. Amen. Amen. Schön, dass du da warst. Finde ich auch. Dankeschön.